Weiter geht es im Fußballmanager 13 mit der SG Wattenscheid 09. In diesem Part treffen wir auf Rot-Weiß Aalen und für uns hätte der Saisonstart die ersten drei Spiele eigentlich kaum besser laufen können. Wenn man nochmal zurückdenkt, wirklich wie schlecht wir am Ende der letzten Saison waren. Wir haben 7 Punkte nach 3 Spielen, was wirklich sehr gut ist. Jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass es so weitergeht, dass wir weiterhin fleißig unsere Pünktchen sammeln. Es werden natürlich auch Spiele kommen, die uns zurückhauen werden. Aber wir dürfen uns davon nicht entmutigen, nicht entkraften und einfach weitermachen, weiter ausspielen und unsere nötigen Punkte beisammen bekommen. Rot-Weiß Aalen, wie gesagt, der jetzige Gegner. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Natürlich wie immer im Textmodus und sagen, kämpft um jeden Ball. Und ich habe wirklich das erste Mal so richtig das Gefühl mit Wattenscheid, okay, wir sind konkurrenzfähig. Das hatte ich ja in vielen Partien letztes Jahr nicht. Wir haben gegen Mannschaften teilweise gewonnen, wo ich gedacht habe, okay, das könnte sehr eng werden oder werden wir verlieren. Aber die Mannschaft hat einigermaßen gut performt und jetzt geht es einfach für uns darum, hier es ja weiter fortzuführen, also beziehungsweise besser zu machen. Spielermaterial dafür ist auf jeden Fall da. Ecke von links nach 20 Minuten, die erste Möglichkeit. Basta und Kenny West steigen zum Kopfball hoch, aber Basta kann sich durchsetzen. Rüdiger reißt noch die Arme nach oben, kann den harten Kopfball nicht mehr abwehren, sauber. Sammelt Basta also mit dem 1:0 in der 20. Minute. Bis dato war wirklich ja überhaupt nichts passiert, wenn wir das mal sehen. Und es gibt vielleicht gleich die nächste Möglichkeit. Beim Konter passt Christopher Konradsson auf Basta, der von der Grundlinie zu seinem Kollegen zurückklickt. Konradsson zieht vor der Strafraumgrenze ab, verzieht aber vollkommen. Der Ball geht weit am Tor vorbei. Ja, und da müssen wir tatsächlich auch mal aufpassen, dass wir auch da zusehen, vielleicht das ein oder andere, ja, mal mehr rauszuholen. Patrick Susek lässt Boboy mit einer Finte rechts im Strafraum aussteigen, hält drauf. Der Ball prall vom Außenpfosten zurück. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Trophobien, ein Zweikampf mit Itter im Strafraum. Es gibt Elfmeter. Oh. Klares Handspiel von Trophobien, ein Zweikampf mit Itter im Strafraum. Es gibt Elfmeter und der macht ihn natürlich auch direkt rein. Itter versuchte mit dem Distanzschuss aus halbrechter Position der Außenpfosten rettet Tim, der Tjarik Ernst, der geschlagen gewesen wäre. Also, ganz komisches Spiel gerade. Sind irgendwie nicht viele Möglichkeiten da, aber die Möglichkeiten, die da sind, könnten hier quasi nein. Boboy hebt da die Hand und spekuliert auf Abseits. Schiedsrichter Egger teilt diese Meinung jedoch nicht. Susek ist somit plötzlich frei durch, legt wunderbar quer auf den mitgelaufenen Gianluca Marzullo. Dieser legt sich den Ball ein Stück auf die rechte Seite vor und zieht dann sofort ab. Ernst ist unten, aber der Ball kann er nur noch hinschauen. Ein super Tor. Ausgleich. Minus Pepic spielt nach rechts zusammen mit Besta, der die Kugel gefühlvoll in die Mitte zu Konradsson hebt. Der Stürmer dreht sich und trifft mit links aus 10 Metern zum Ausgleich. Die Abwehr staunt nur. Also das ist mal eine erste Halbzeit gewesen. Wirklich nicht viele Anekdoten, sage ich mal. Nicht viele Szenen in den ersten 45 Minuten, aber die Szenen, die da waren, die haben, ja, so ein bisschen in sich gehabt. So, jetzt müssen wir gucken. Wir wieder so spielen. Ja, Trophobie ist auch nicht unbedingt der fitteste heute. Mal auch gucken, dass die Frische da bei ihm nicht nachlässt. Vielleicht hier schon wieder eine Möglichkeit. Mansur tanzt lange im Strafraum aus, zieht ab. Ernst ist jedoch rechtzeitig am Boden und rettet. Trophobie setzt sich auf der linken Seite durch, flankt auf Christopher Konradsson, der kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Brüsicke geht dazwischen. Gelbe Karte jetzt gegen Felix Lange.
Der zerreißt ihn sogar, das Trikot. Oh ja. Freischuss, Nico. Lukas legt sich den Ball rechts und täuscht einen Schuss an. Er spielt ihn doch zu Pipic, aber der steht knapp mal abseits und wird zurückgepfiffen. Da bringen wir Miodke noch für lange. Trophobie eigentlich nicht auswechseln, aber guckt euch das mal an, der erste. Ja. Kann ja gar nicht mehr. Flanke von der linken Seite durch Jeschilow. Pepe steht per Kopf in die Mitte ab. Rüsicke verschätzt sich, aber kein Wattenscheider kommt am Ball. Die Minuten sind noch zu spielen. Für beide Mannschaften ist hier durchaus der Sieg noch möglich. Jetzt kommt ein. Übertrummer nimmt eine Flanke von Hecker, kommt mit der Brust an. Mit einem Lupfer lässt der Bobal nichts Licht auf, sammelt dann aber den Ball aus 7 Metern an den Pfosten. Ach, semmelt. Ich habe sammelt gelesen. Großartige Aktion des Stürmers von Rückwärts ein. Wobei, also die Spiele, die er gut gemacht hat, macht er jetzt aber heute hier. Die Abseitsverschung von Hecker wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleich die Höhe. Boah, man muss jetzt verlässt runter. Dann nochmal Wechsel. Komm, wir wagen es jetzt. Wir wagen es jetzt nochmal mit einem vollen Angriff. Wir werden natürlich mit einem Punkt hier auch gut leben können wieder. Nochmal Wechsel bei ein. Das bringt aber alles nichts. Schlusspfiff. Wir trennen uns gegen Rot-Weiß ein mit 2:2. Damit sind wir auch nach dem 4. Spieltag noch ohne Niederlage. Wer hätte das gedacht am Anfang? Also so zum ersten Spieltag habe ich gedacht, oh Gott, dass die Saison wird echt ekelhaft. Also noch schlimmer wahrscheinlich als die letzte, aber ah, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Gleich Spieler, die gekommen sind, haben uns wirklich in der Breite nochmal ein bisschen was gegeben, was uns vielleicht zum Teil noch gefehlt hat. Dass wir auch mal von der Ersatzbank wirklich gut, habe ich alles in der letzten Part schon gesagt, aber dass wir von der Ersatzbank auch ein bisschen was noch bringen können. So, werfen wir einen Blick auf die Noten. Ernst mit einer 3,0, also nur auch 3,0, das war ordentlich. Boboy war nicht gut heute, muss im nächsten Spiel wieder besser werden. Lange geht auch besser. Gibson, ja, war eine ordentliche Partie von ihm. Sjenic war okay, geht natürlich auch besser, aber auch wieder die Frische so ein bisschen dran. Lukas und Pepic, da kann gerne mehr gehen wieder. Trophobie, ja, hat eine unglückliche Aktion gehabt mit dem Handspiel im Strafraum, aber mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf. Kann jedem passieren. Konrason 3,5 geht auch ein Ticken besser, obwohl er das Tor gemacht hat. Und Basch da mit einer 3,0, obwohl er Tor und Vorlage gemacht hat. Weiß immer nicht, wenn ich Tor und Vorlage gemacht habe, habe eine 3,0. Heißt ja eigentlich nicht gerade, dass ich dann gut im Spiel war. Aber gut, nehmen wir auf jeden Fall so hin. So, Statistiken. Wir haben Schüsse aufs Tor 1:4 gehabt. Und da haben wir dann doch eigentlich recht gut dann rausgemacht. Bis jetzt 2:6. Also da war ein bessere Mannschaft. Gut, wir waren vielleicht von der Teamstärke her die bessere oder stärkere Mannschaft, aber ganz im Ernst, ich habe tatsächlich auch nicht mit einem Sieg gerechnet gegen ein. Also es war irgendwie so im Gefühl. Erfolgreiche Pässe waren wir deutlich erfolgreicher. Das ist sehr schön. Ansonsten Ballbesitz, ja gut, können wir natürlich ausbauen.
Fansmäßig, klar, wir hatten Heimspiel. Da müssen wir mehr auf den Rängen haben. So, die Ergebnisse vom Spieltag. Wiedenbrück und Kramer-Rienborn trennen sich 2-2. Gladbach Zweiter unterliegt Preußen Münster. Mainz, ich komme nicht auf Mainz. Preußen Münster mit 0-2. Düsseldorf Zweiter unterliegt Aachen 2-4. Velbert unterliegt Schalke 2-1-3. Bövinghausen gegen Oberhausen 0-1. Steinbach-Heiger gegen Fortuna Köln 2-2. Düren schlägt Hennef 3-0. Wattenscheid 2-2. Und Koblenz, Rot-Weiß Koblenz gegen Wuppertal 3-1. Dann ist Hennef das einzige Team, was nach 4 Spieltagen immer noch 0 Punkte hat. Und ja, es zeichnet sich ab, die Aufsteiger haben enorm Probleme. Alle drei Aufsteiger auf den letzten drei Plätzen. Velbert 1 Punkt, Bövinghausen 1 Punkt, Wiedenbrück und Steinbach-Heiger mit 2 Punkten. Und dann kommt auch schon Fortuna Köln, Kramer-Rienborn und Fortuna Düsseldorf. Wir sind mit 8 Punkten immer noch ordentlich dabei, haben 6 Punkte Vorsprung auf Rang 15. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir den Vorsprung eher ausbauen und nicht, dass er kürzer wird. Wattenscheid gegen Aalen 2-2, eine Spielnote zwischen 1 und 6, ich würde sagen irgendwo dazwischen. Ja, das ist ja eine super Aussage. Ach, das war ich auch noch. Das wird eine schöne Heimfahrt. Ein Punkt geholt und zudem waren die Jungs eine Woche nicht bei der Mutti. Okay. Gehen wir mal so hin. So, hier hat es diesmal keiner von uns reingeschafft. Kramer-Rienborn sehen wir hier gleich mal. 4 Spieler. Für Düren auch 4 Spieler. Ansonsten einer von Aachen noch dabei. Münster noch bei. Oberhausen noch dabei. Leistung. Ballbesitz, da sind wir immer noch so gut dabei, ne? Sind das die Durchschnitte, also die Passdurchschnitt im Spiel? Und könnt ihr euch daran erinnern? Da waren wir letztes Jahr echt schlecht. Da waren wir, glaube ich, Vorletzter oder sowas. Jedenfalls waren wir hier in dem Bereich, glaube ich, 75-76% ungefähr. Jetzt sind wir auf 83, also das ist schon mal ein ordentlicher Sprung hoch. Durchschnittsnote. Ja. Müssen wir zusehen. Das muss ein bisschen besser werden. Gegen Wuppertal müssen wir als nächstes. Moffi-Wechsel von Laurent zu Bremen. Aber wie gesagt, also Bauch, ein Bauchmuskelriss. Aua, das klingt schmerzhaft. Ist es wahrscheinlich auch. Bach, Homburg, Bayreuth haben Interesse. Oh, unsere zweite kriegt natürlich richtig auf den Sack. Ja, wir haben offiziell haben wir auch noch keine zweite Mannschaft. Also wir können natürlich jetzt probieren, nach und nach eine zweite Mannschaft auch aufzubauen. Hab Panik gekriegt. Ich habe gerade gedacht, wo sind denn die alle hin? Aber es liegt natürlich daran, dass die jetzt alle hochgezogen sind für die zweite Mannschaft. Deswegen wird die A-Jugend gerade mal nicht statt. Das ist denn für ein Name? Xavid Stollenberg. Xavid vor allem. Naja, die haben zumindest jetzt hier die Möglichkeit, sich ein bisschen auch zu entwickeln, sich zu verbessern. 16. Stärke von 25. Oh, da muss der aber ganz schön einen Sprung machen. Also, wenn der da wirklich eine ernsthafte Überlegung werden möchte, mal für Liga 4 oder so, da muss der aber wirklich einen deutlichen Sprung machen. Gut, wir sind am Ende des Partys angekommen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Ihr könnt natürlich den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst dann nicht, die Glocke zu aktivieren.
damit ihr zukünftig nichts verpasst. Und apropos, ja, ganz wichtig, unbedingt abonnieren, damit ihr auch von den anderen Sachen nichts verpasst. Das ist auch nochmal sehenswert. Also schaut gerne mal auch bei Schalke und bei Braunschweig hinein und auch bei Breakfast und was vielleicht auch so mal zwischendurch läuft. Also, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und ciao!